sondern auch die anderer christlicher Religionsgemeinschaften. Als Beispiel dafür ist heute bei uns Generalbischof Anbar Damian. Er ist der Bischof für die koptisch-orthodoxe Kirche in Deutschland. Herr Bischof. Hochwürdigste Erzbischöfe, liebe Brüder im priesterlichen Dienst, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich für diese Einladung ganz herzlich bedanken. Ich bin sehr gerne gekommen und möchte schon die Gelegenheit wahrnehmen, mich bei Kirche in Not zu bedanken. Dieses ehrenvolle Werk des päpstlichen Rates ist weltweit bekannt und stiftet Frieden und macht ehrenvolle Dienste weltweit. Wir Kopten, Orthodoxen, aber auch die koptische Katholiken haben von ihrem Dienst Gebrauch gemacht und ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, uns bei Ihnen in aller herzlichsten Form zu bedanken. Ich sehe das nicht als eine Selbstverständlichkeit. Ich finde, das ist eine gute Geste und das ist eine praktizierende Ökumene und Nächstenliebe. Ich bin Diener der koptischen orthodoxen Kirche in Deutschland. Die koptische Kirche ist die älteste Kirche unserer Erde. Wir sind klein, aber fein. Verglichen mit der katholischen Kirche mit etwa 1,3 Milliarden sind wir weltweit vielleicht nur 20 Millionen. Dass wir trotzdem mit einbezogen werden und eingeladen werden, das gebührt meine Dankbarkeit. Die koptische Kirche ist die ägyptische Kirche. Sie ist in Ägypten zu Hause. Wir betrachten uns als die Urbewohner Ägyptens und die direkten Nachfahren der alten Pharaonen. Stolz sind wir auf unsere Vergangenheit, aber auch auf die Tatsache, dass wir die heilige Familie in unser Land aufgenommen haben. Wir haben sozusagen in der heiligen Familie das vorübergehende Asylrecht über einen Zeitraum von 3,5 Jahren gewährt. Die koptische Kirche ist der Ursprung des menschlichen Lebens und ist als eine Märtyrkirche anzusehen. Es gibt keine andere Kirche auf unserer Erde, die so viele Märtyrer geopfert hat wie die koptische Kirche. Allein in der Zeit der Herrschaft des Kaisers Diokletian, begonnen mit dem Jahre 284 nach Christus und innerhalb von 5 Jahren wurde mehr als 1 Million Kopten umgebracht, während der islamischen Herrschaft seit dem Jahre 635 nach Christus bis heute ist noch mehr als 1 Million Kopten umgebracht worden sind. Deswegen haben die Kopten auch ihren eigenen Kalender, den wir Märtyrerkalender nennen. Unser Kalender fängt am 11. September an. An dem Tag erinnern wir uns an die scharenweise Märtyrer, die wegen des Glaubens umgebracht worden sind. Einer unserer bekanntesten Märtyrer ist der heilige Mauritius, der Patron des Doms zu Magdeburg. Seine Kameraden sind die Patronen der Stadt Bonn. Es gibt keine andere Kirche auf dieser Erde, die so eine enge Beziehung zum Islam hat wie die Kopten. Wir leben miteinander seit dem 7. Jahrhundert, wir beherrschen die arabische Sprache, wir verstehen ihre Mentalität und ihre deswegen haben wir in Deutschland auch eine sehr wichtige Rolle in der Vermittlung und in dem interreligiösen Dialog. Als Botschafter meiner Kirche und meines Landes muss ich Ihnen durch die Blumen reden. Sonst ist das als Staatsverrat anzusehen und können meine Mitmenschen in Ägypten die Folgen zahlen und könnte die Preise sehr hoch sein. Aber die Welt ist wie ein Dorf geworden durch die Medien. Man kann nicht mehr verbergen und der Zeitpunkt ist gekommen, wo man auch über die Dinge redet, wie sie sind. Ich bekomme jeden Tag zahlreiche E-Mails über Priester, die ins Gefängnis müssen, weil die jemand wohl verholfen haben, zum Christentum aufgenommen zu werden. Also ein Priester aus El Giza muss 5 Jahre jetzt ins Gefängnis. Wir hören über Zerstörung von historischen Kirchen mit Bulldozer. Ich möchte nicht wiederholen, was Frau Siebricht gerade gesagt hat. Dasselbe erleben wir, aber in konzentrierter Form in Ägypten. Wir sagen,
Und wir wenden uns an die Moslems und an die vernünftigen Moslems und sagen, das ist keine Unverschämtheit, einfach die Religionsfreiheit zu bitten und zu fördern. Das ist eine große Gabe, die Gott uns gegeben hat und die wollen wir nicht aus der Hand. Ich denke, das ist keine Anmaßung, als gleichberechtigte Bürger in Ägypten zu leben und von der Gleichberechtigung zu verlangen. Weil El Scharia, die Quelle der Gesetzgebung ist, kann ein Täter nicht bestraft werden, wenn sein Opfer ein Christ ist. Wir sagen, die Menschen sollen aufgrund ihrer Qualifikationen behandelt und es soll eine Trennung zwischen Staat und Religion geben. Der Mensch hat die Freiheit seiner Religion und seiner Konfession zu wählen und zu wechseln, ohne bestraft und ohne belohnt zu werden. Wenn wir das erreichen würden, dann haben wir sehr viel erreicht. Ich darf darauf hinweisen, dass wir mit zwei Themen zu tun haben. Einmal die Lehre des Islams und einmal das Verhalten der Moslems. Die sind nicht immer identisch. Aber was uns nur betrifft, ist das Miteinander. Es muss irgendwie Regeln geben, sodass die Menschen miteinander in Frieden leben können. Wir haben keine politische Ambition. Wir wollen nicht an die Macht. Was haben ein paar Mönche in der Mauer zu bedrohen? Warum müssen die angegriffen werden? Deswegen sagen wir, liebe Moslems, überlegt ihr euch. Schaut ihr, was in Deutschland euch getan wird und wie ihr uns in unserem eigenen Heimatland von euch erfahren. Ich habe neulich in der Zeitung gelesen, dass in Duisburg eine der größten Moschees Deutschlands mit 3,2 Millionen Euro sowohl vom Land Nordrhein-Westfalen als auch von der EU gefördert wird. Und was ist, wenn wir in unserem Heimatland eine Kirche bauen wollen? Davon können wir 15 Jahre lang träumen, warten, Anträge stellen. Und wenn das geschieht, wenn der glückliche Nachricht käme, dass das genehmigt werden sollte, dann kommen 4 Moscheen von allen Himmelsrichtungen. Wir sagen, es soll eine Fairness geben. Christliche Nächstenliebe ist keine Dummheit und keine Schwäche. Und wir erwarten von den Muslimen eine gleichberechtigte Behandlung. Ich möchte nicht sagen, dass die Beschäftigung von der Minderheit eine ganz große Last ist. Man kann auch von diesen alten und ehrwürdigen Kirchen sehr viel lernen. Ich lobe Sie, dass Sie in einem demokratischen Land, wo Sie einen besonderen Wohlstand genießen, sich mit solchen Themen, die nicht immer fröhlich sind, beschäftigen. Aber diese Solidarität ist für die christliche Minderheit von großer Wichtigkeit.